Hier sind die lustigsten und skurrilsten Nachrichten aus der 11. bis 14. Kalenderwoche. Endlich sicher essen können. Die Nasenmaske macht es möglich. Kurios. Seit Oktober 2020 meldet das RKI gerade einmal 498 Grippefälle. Letztes Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 181.000 Grippefälle. Man könnte glatt meinen, dass Corona die Grippe abgelöst hat. Erstaunlich. Zwei Drittel der Ärzte in der Region Hannover lassen sich nicht impfen. In der Hamburger Innenstadt hat der vierbeinige Roboter namens Spot einen Testlauf gemacht. Derzeit wird der Roboterhund für die Gebäudesicherheit eingesetzt. Für viele ist diese Technologie unheimlich, weil sie auch gegen Menschen eingesetzt werden könnte. In Weimar und Weilheim hat das Gericht die Maskenpflicht gekippt. Der Grund ist die Kindeswohlgefährdung. Die Maske stellt eine erhebliche Gefährdung des geistigen und körperlichen Wohles dar. Studie: Wie gut vertragen Kinder Masken? Die Nebenwirkungen der Maske sind unter anderem Gereiztheit mit 60%, Kopfschmerzen mit 53%, Konzentrationsschwierigkeiten 50% und weitere Nebenwirkungen. Das waren die skurrilsten Nachrichten aus der 11. bis 14. Kalenderwoche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das gerne auch auf Facebook teilen. Und da können Sie auch den Link zu Facebook klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend. Ja, keine Ahnung, wo sie da mit ihren Gedanken war.